Gut, ja, Exenmus sagt an einen eine Finte. Finte 4. Das heißt insgesamt eine Finte 8. Mit dem Kenthema. Genau getroffen. Dann versuche ich das natürlich genau zu parieren. Ich habe 24, 20, dann muss ich auch die 16 parieren. Ja, so ein 12er Schwert, oder? 12. 8 durch seine Finte und 4 nochmal durch. 12, ja. Er hat eine Vierer. Er ist gebunden mit 4. Und Genau, jetzt nochmal die mit. 8 durch die Finte jetzt gerade. Wieso 8? Na, du hast doch eine 4er Finte angesagt und seine Attacke war nochmal um 4 leichter, Ach, die du richtig, ja. auch in die Finte gesteckt hast. Stimmt. Ja, stimmt. Richtig, stimmt. Ja, RIP. Dann bist du auf die 10, ne? Die 12. Aber das schaffe ich so oder so. Also ich bin halt immer noch entrückt. Wow. Ja, easy. Okay, dann kannst du parieren. Genau. Du merkst, wie er wohl mit seinem Stab leicht dein Rondakram runterdrücken wollte und dann versuchte er, dir die Waffe aus der Hand zu schlagen und das konntest du dann mit deiner Parierstange abwehren und dementsprechend gar kein Problem. Weiter geht's. Ahmad lächelt auf jeden Fall gerade. Er hatte noch Ein nie würdiger einen. Gegner. Genau. Endlich mal wieder ein würdiger Gegner, gegen den er kämpfen kann. Ja, dann würde ich ihn einfach mal wieder mit der altbekannten Zweierfinte hauen wollen. Ja, Zweier Finte. Warte, in deiner Rückung Dreier, oder? Nee. Ja, und dadurch, dass du gebunden bist, dann kann er ein weiteres Mal Nee, er müsste mich umwandeln. jetzt wieder binden. Warum? Das kann er aber nicht, wenn ich angreife. Ja, nein, du bist ja, ich bin ja permanent gebunden. Du bist permanent Aber das gebunden, ist. ja. Nee, das geht eine Nein, Aktion. du bist nur einmal gebunden. Jetzt lass doch auch mal den Tempel im Dorf. Okay, dann muss er Als dich ob du wieder. permanent gebunden wärst, das ist ja viel zu Dann, OP. ja, dann muss er dich jetzt wieder binden. Aber dadurch, dass du deinen Angriff nicht geschafft hast. Kann er mich nicht binden? Richtig, dann müsste er dich einfach so angreifen. Warum kann er ihn nicht binden, wenn der Angriff nicht gelingt? Natürlich Na kann er ihn gut, binden, wenn der Angriff du kannst gelingt. auch Binden aus dem Angriff machen, das geht auch. Also Echt? ich glaube, offensiv kannst du auch binden. Du kannst es auch aus einer Parade machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, Er, er macht, geht er nicht. macht, Lass er es macht auf, entwaffnen. er macht auf alle Fälle jetzt einen ganz normalen Angriff. Wirst gleich sehen, warum. Damit trifft er. Abwehren kannst du nicht, weil du umgewandelt hattest. Dann habe ich umgewandelt. Hä? Du hast eben deine Attacke mit dem Rondrakam gemacht. Genau, ich habe pariert und dann habe ich angegriffen. Genau, und du hast nicht getroffen. Das heißt, er hat immer noch eine Aktion offen und die kann er Ach so, umwandeln. ja, wenn er hier Dingens ins Genau, Kampf geführt hat, das dann ja. ist das. Ja, genau, er kann umwandeln. So, hat getroffen, ohne eine Ansage und macht jetzt Schaden an dir. 11 mal 2. Beziehungsweise wir ziehen erst die Rüstung ab und dann wird verdoppelt. Ja, das wären, egal wo, glaube ich, 5 Schaden. Also 10 Schaden. Bauch. Bauch habe ich. Ja, genau, 6 Rüstung, also 10 Schaden. Das wäre eine Wunde. Gut, dann 1 W6 extra. richtig. Und du spürst, wie das Blut aus deinem Bauch aufgesogen wird. Wie viel Schaden hast du gemacht? Er hat 10 Schaden gemacht. 10 Schaden? Gut. So, dann nächste Kampfrunde und zwar die fünfte. Er ist wieder dran. Soll er angreifen oder möchtest du? Nee, warte, ich muss jetzt mal Selbstbeherrschungsprobe machen. Wie heißt Talente. du? Damit würde ich jetzt, ja, mit Wunschschwert am Boden liegen. Obwohl, nee, Selbstbeherrschung ist aber erleichtert, ne? Mirakel Plus. So kurz nach. Ja, warum hast du nur einen Talentwert von 3? Das ist eine gute Frage. Was, hä? Ja, aber Selbstbeherrschung ist ein Miracle Plus Talent, also Ja, easy. da kriegst du wie viele Punkte dazu? 2. Also habe ich Zwei gerade Punkte. geschafft. Durch eine Sicher? zwei Erleichterung. Ja, ich habe eine neue Wunschwelle. Er hat mir einen Schaden über die Wunschwelle gemacht, also habe ich es gerade so geschafft. Na gut, dann würfel mal bitte die zweite. Ja, easy. Wäre auch easier geschafft. Exenmus gibt ein Chippy für die 4 von dir aus. Würfel bitte die 4 neu. Bei der zweiten Probe jetzt oder bei der ersten? Bei der ersten Probe.
Ja, wäre immer noch geschafft. Ja, war eine dumme Aktion von mir. Damit ist mein Chippy weg. Ja, gegen die 15. Du müsstest halt über die 15 werfen. Das ist halt dumm, dass er... Okay, ja, du kannst stehen bleiben. Er greift dich wieder an. Du hast immer noch eine Erschwernis und ja, damit ganz normaler Angriff mit seinem Kind-Thema. Das ist gelungen. Erst nochmal ein Angriff? Mhm, genau. Du hast aber immer noch eine Erschwernis durch dein... Zweierfinte. Das heißt, ich mache nur eine Dreiermeisterparade. Wäre gelungen. Gut. Dreiermeisterparade. Und dann mache ich einfach mal eine Fünferfinte. Ja, das plus 5 ist falsch, aber ja. Fünferfinte, dann hat er eine 11. Das schafft er nicht, dann kannst du Schaden machen. Schlag um Schlag hier gegeneinander. 12 Schaden. Auf den Kopf! Bam, Alter! Gut, er hat eine Rüstung von 6. Wir ziehen 6 Punkte ab, dann hat er immer noch 12 Schaden. Aber ich dachte doppelten Schaden, den Kopftreffer. Nur auf die 20. Ja, ist ja, ja die 20. Ja. So, okay. Wir ziehen, er hat 6 Punkte Rüstung am Kopf. 12 Schaden machst du, minus 6, weil wegen Rüstung sind 6 Punkte. Genau. Und jetzt verdoppeln wir, sind wieder 12. Genau. Und dann habe ich noch geweihten Schaden gegen den Bellalab-Tiere. Ach so, das meinst du. Ja, aber also 18 Schaden. Ne mal 4 machen wir nicht, wir machen ne mal 3. Ja, 18 Schaden. Gut, dann kannst du ihm bitte 18 Schaden streichen aus seinem Token. Was für eine Wunschwelle hat er denn? Ach so, ja, das kommt dazu. Oh nee, ich muss ihn ja wieder aufstehen lassen, ich Vollidiot. In einem Rundergefälligen auf alle Fälle. Du kannst ihm halt das Schwert entgegenhalten und sagen, gib auf. Aber das wird er nicht tun. Richtig. Das wäre jetzt, um stehen zu bleiben. Was für eine Wunschwelle hat er denn? Oder ist das geheim? Das ist 10. 10? Ja, okay, dann hat er keine dreifache Wunde. Ja, das ist auch keine 1 gewürfelt. Also. So, ich muss gerade überlegen. Du machst 10 Schaden und dementsprechend würde er jetzt, glaube ich, zusammenbrechen, ne? Ich mache 18 Schaden. Das heißt, er hat es gerade genauso geschafft. Gerade genauso, okay. Dann kommt jetzt die zweite. Zum Wunden ignorieren. Oh! Ja, dann ignoriert er die Wunde halt nicht. Auf dem Kopf. Das heißt, seine Indie sinkt um 4W6. 4W6? Hat er garantiert 2 Wunden bekommen, oder nicht? 1, 2, 3. Ja, er taumelt so ein bisschen zurück und ja, schaut dich wütend an. Romili, du siehst jetzt gerade, wie Jalan durch die steinerne Mauer geschlagen worden ist. Du kannst gerade noch deinen Kampfstab zurückziehen, sonst würde der genau mit der Faust des Holzgolems mitgeschleudert werden und der Magier dreht sich in deine Richtung. Ich brüll zu den Magaskanern, 3 zu mir! Die hören dich nicht. Da tue ich das einzig Sinnvolle. Davonfliegen! Okay, klemmst dich auf dein... Flucht nach oben! Ja, sehr gut. Ah, oh, sehr gut. Ah, das gefällt mir. Dann würfel doch mal über deine Fliegenprobe und... ja, du musst deinen Zauber quasi nicht mehr aufrechterhalten. Das musst ganz du nicht. Genau. Wie lange dauert das Aufsteigen? Ist das eine Aktion? Eine Aktion. Okay. Er schaut dich ziemlich entgeistert an, weil er bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass es eine zweite Hexe gibt. Und schreit dir dann hinterher Eolithos Windgebraus. Er sagt eine Sturmvariante an. Scheiße. Ist gar nicht so gut gewürfelt. Hat er nicht geschafft. Sturm ist nämlich plus 7. Plus 7, ich weiß, hat er nicht geschafft. Und du merkst, wie ein wenig warme maraskanische Luft dir ein bisschen Auftrieb gibt und du in den Himmel steigen kannst. Ja, Rückzug zum Schiff, Material holen. Die machen mich hier gerade sauer. Richtig sauer. Damit ist Magister Ulrivor durch. Der Holzgolem schlachtet sich gerade durch das Greifenbanner. Kiaras. Ja, nachdem ich Ugdan einen Befehl zugeschrien habe, dass er in die Mitte rennen soll. Was machen denn Jadans Leute, die da jetzt irgendwie neben mir stehen? Die gliedern sich dir an, so wie befohlen. Die gliedern sich dir an, richtig.
Das sind 12 Leute. Was hatten wir vorher gesagt? Vorher waren es 40, dann sind es jetzt 52. 52 und, Leute. Und Myria, die hoffentlich jetzt den Magier erschießt. Schauen wir mal nach, ob sie das schafft. Sie muss natürlich ins Kampfgetümmel schießen. Was macht Kiaras? Ich entscheide gerade, ob ich sie entweder nach rechts schicke, damit sie den Feind von Norden aus aufreiben. Oder nach Süden, allerdings sind sie dann mitten im Golem drin. Der Magier muss sterben, damit Yalan weiterkämpfen kann. Allerdings weiß ich nicht, was mit Yalan passiert ist bei mir. Ich habe Dunkelheit im Sicht. Ja, aber du kannst auf alle Fälle Yalans Stimme noch hören, wie er in schwerer Rüstung dann auch wohl vorbeigestürzt ist. Höchstwahrscheinlich ist er gerade gestorben. Du hast einen wuchtigen Hieb gehört, weitere wuchtige Hiebe scheppern von Rüstung. So laut scheppert nur eine Rüstung und du weißt, dass Yalan gerade gestorben ist. Jetzt liegt's an dir. Großartig! Wunderbar! Juhu! Formation aufgeben. Willst du selber Held werden? Möchtest du den Holzgolem umbringen? Möchtest du den Magister Ulriver umbringen? Jetzt liegt's an dir. Wenn ich jetzt zurückfalle, dann sterben die Maraskaner. Alle. Weil sie keine Unterstützung mehr haben. Also weiter dirigieren. Von daher brülle ich den Befehl, dass die Männer sich aufteilen sollen. Die obere Hälfte soll nach Norden rennen aus der Dunkelheit raus, die untere Hälfte soll nach Süden rennen aus der Dunkelheit raus. Und dann sehen sie ja den Feind wieder, dann können sie wieder auf den Feind zustimmen. Und unterdessen schnapp ich mir die Grünen und renn südlich an der Dunkelheit entlang und dem Feind entgegen. Und ich will den Magier ausschalten. Persönlich. So. Du hast hier also jetzt gerade die Schleusentore geöffnet. Dann können wir jetzt erstmal die Verlustrechnung machen. Von 60% von denen sind wahrscheinlich die unteren hier. Nehmen wir die mal weg. Und dann nehmen wir nochmal 40% von dir weg. Das heißt, ich werde euch einfach mal diese ganzen Leute aus dem Kampfgeschehen nehmen. Und du kannst die anderen bitte neu anordnen. Also die Dunkelheit ist jetzt weg, oder? Die Dunkelheit ist nicht weg. Ich habe gerade nur die, die Leute hier anders angeordnet. Aber wenn du die Leute bewegen lässt, merkst du, dass sich eine Dunkelheitszone auf alle Fälle bewegt. Und zwar immer in mindestens der... Ach komm, er setzt die Dunkelheit auf die Maraskaner an. Die bewegt sich also eine Zone der Bewegung. Ah, also habe ich jetzt freie Sicht. Außerdem befehle ich... Ich habe ja noch ein paar Artilleristen. Könntest du jetzt abziehen? Könntest du jetzt abziehen, ja. Dem brüll ich zu, besetzt die Geschütze und ballert dem Vieh ins Gesicht. Gute Idee. Dann wirst du 6 Leute an die mittlere Rotze schicken. Während die anderen versuchen, ja. Hier, der Rest Kamot gerade ist gar nicht so schlimm, aber der Holzgolem, der ist gerade dabei, ja. Aufzurollen. Die anderen sollen das andere Geschütz, also die anderen von den Nährsendern sollen das andere Geschütz besetzen. Gut, dann schauen wir mal hier, 60% Verlust bei euch und 40% bei denen. Nehmen wir die einfach mal raus. So, dann, Yalan, machen wir bitte eine Kriegskunstprobe für Ugdan. Das kann ich. 14, 14, 14. 10? Naja. Nee. Ja. Das waren leider D12. Schade. Sorry. Ja, kann man versuchen, lasse ich aber nicht zu. Mir sehr leid. Er hat alle 10 über. Hat alle 10 über? Die ist sowieso noch um 5 erleichtert, oder? Also ja, er hat alle 10 über. Punkte ist um 5 erleichtert. Ach ne, wie war Kukaras erleichtert? Hier ist jetzt über Zauberverhältnis anders. Aber er hat, egal was passiert, alle 10 über. Denn der Schwernis wird es hier nicht mehr geben. Genau, die werden aber auch 10 über haben. Das heißt, hier sind dann die Verluste nicht 75-21, sondern die haben sich gerade zu 50-50 gemittelt. Kann ich ganz hart Zephyrus beten, um wieder aufzutauen?
Deine Magieresistenz sagt nein. Deine Kameraden haben dich nicht befreit. Ist nur ein Magier, hat noch nicht so viel. Kiaras könnte was daran tun. An was kann ich etwas tun? So, die Arche. Du kannst sehen, wie sich die Arche vollständig gedreht hat. Fadaios, sag an, wohin soll sie gehen? Direkt auf den Golem zu. Und ich werde währenddessen über das Oberdeck hier nach vorne laufen, mir ein rumliegendes Tau schnappen, versuchen, sowas wie ein Lasso zu machen, um mich hier vorne an den zwei Hörnern zu befestigen, dass ich mich da stabilisieren kann, wenn das Maul auf den Holzgolem niedergeht. Ja. Durch den Fesseln oder sowas? Ja, das finde ich gut. Es muss schnell gehen, du bist im Kampf und du läufst jetzt hin, fesseln schreit um 5 Punkte, aber du hast eine Archenkunde, also plus minus 2. Okay, also insgesamt plus 2. Kommt und geschafft. Landung. Gerade so. Okay, und jetzt eine Kletternprobe. Ja. Geschafft. Behinderung 2. Ja, okay, ich gebe dir zusätzlich wieder eine 5er Erschwernis, aber das reicht auch. Und damit kannst du dich von hier oben einmal festbinden, springst dann hinunter, während die Arche auf dem Sand aufsetzt. Ich möchte nicht runterspringen, ich möchte mich dort nur stabilisieren. Okay. Dann hängst du auf einer Höhe von, weiß ich nicht, 6 oder 3 Metern, wahrscheinlich 6 Metern, hängst du dann hier oben und baumelst herunter. Während das Maul sich über dem Golem schließt, oder ist das schon passiert? Das Maul bleibt geöffnet. Die Wurzeln schnellen jetzt gerade nach draußen. Okay, perfekt. So soll es sein. Gut, Romili landet auf dem Oberdeck der Arche, wahrscheinlich hinten. Da, wo mein Quartier ist. Ja, also hinten. Hier hinten. Stürme hinein und brülle Kohlrab! Grabt an und bringt die Eiler mit! Ja, damit ich im gleichen Atemzug die Brandgeschosse einsammeln. Die Brandgeschosse einsammeln, die hast du natürlich alle schon bereitgelegt. Schnappst dir die ganzen Sachen mit dem Brandgeschoss und steigst wieder in die Luft auf, oder wie machst du es? Ich laufe übers Oberdeck. Ja. Guck, dass Kohlrab in die Pötte kommt, wenn ich sie zufällig sehe. Die siehst du nicht. Die Heiler würden aber bereitstehen. Gut, dann sollen die vorne Richtung Grotte, damit sie einen möglichst kurzen Weg haben, wenn ich denen gleich die Verletzten schicke. Und steige dann auf und fliege in diese Richtung zuerst. Gut, mit Handgeschossbeutelchen. Genau. Die werden als erstes mal eingeheizt. Gut, dann machen wir erst noch ein paar Kampfrunden hier unten. Was die Punkte ich stimme noch den Magier. Ja, habe ich mir gedacht. Wir machen jetzt erst einmal Ahmad Jada al-Bakra gegen Exenmus. Ich glaube, der wird doch nicht mehr viel kämpfen können. Der ist jetzt ja auf Inni minus 1. Minus 1? Ja, er hatte ja 14er Inni. Oder? Ah ne, 16er Inni, sorry. 14 plus 4 sind 18, jo. Minus 15 ist 3. 18? Ja, hat er nicht 20er Inni? Ich glaube. Nee, du warst bei 20 und ich müsste jetzt nachgucken, mache ich dann nicht. Er ist so auf alle Fälle noch im positiven Inni-Bereich, aber er hat nur noch eine Aktion. Eine Aktion hast du erst ab 0. Er darf nur nicht umwandeln. Ja, genau, ich dachte, er hätte 0. Nee, gut. Alles klar, gut. Ja, was wirst du tun? Du merkst, dass du ihm einen schweren Streich in Richtung des Kopfes beigebracht hast und er taumelt nach hinten. Ja, während er nach hinten taumelt, würde ich sagen, Werk, ihr habt euch gut geschlagen. Auch wenn ihr auf der falschen Seite kämpft. Ergebt euch. Und werde euch helfen, einen gerechten Pfad zu finden. Nicht den der Rache. Nicht Rache. Und dann, der unfairen Kämpfe. Dann wird er sich jetzt wieder maximal orientieren. Kann er aber nicht. Nee, kann er nicht. Er hat eine Wunde, die er nicht ignorieren kann. Das heißt, er kann die Initiative gar nicht wiederbekommen? Soweit ich weiß nicht, wenn er die Wunde nicht ignoriert. Klingt logisch. Weiß ich nicht, ich schau mal nach. Ich möchte jetzt gerne die genaue Regelauslegung von deinem ehrenhaften Zweikampf.
Kann er sich dagegen wehren? Bei dem Crit könnte er eine Selbstbeherrschungsprobe plus 12 machen. Okay, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Das ist ganz schön gar nicht so gut. Okay, ja, er rammt sein Kentema in den Boden und wird sich dann von, ja, wohl eine bereitgelegte Waffe wird er sich da geben lassen. Das Scharmützel ist natürlich alles sehr unübersichtlich, aber liegt da wohl irgendwie bereit und greift dann zu einem Achfaber. Also er sieht nicht ein, dass er aufgeben soll? Nein, natürlich nicht. So gut. Und macht dann einen Sturmangriff. So gut. Wenn das seine Entscheidung ist, dann ja. Mit einem lauten Belhalha, hilf mir, rennt er auf dich zu. Achso, 7. Das ist eine 1. Nee. Ja. Ja, so, dann werde ich dann freie Aktion Rondra vergib und Windmühle. Noch nicht Rondra vergib. Ich würde gerne hier ein Schiff hier einwenden, wenn keiner was dagegen hat. Nö, nimm. Wie viele habt ihr noch? Ein dann, nein. Ne? Nee. Danach haben wir ein. Ja. Achso, ja, doch, stimmt. Nee, ist richtig. Zwei im Vorfeld ausgegeben. Ein Chip hier habt ihr noch? Ja, danach haben wir dann einen, nicht vorher. Windmühle 24. Wird trotzdem nicht geschafft, wow. Gut, dann kriegst du jetzt einen Sturmangriff. Mit dem Achfava, den er sich hier jetzt gegriffen hat. Yep. Getroffen hatte er. 7 und die Geschwindigkeit von ihm ist 6. 6 halbe, ne? Plus 4, also 11. Danke fürs Mitrechnen. Oder warte, nee, 11. 14 macht er. Das sind 16 Schaden. Ist gar nicht so günstig. Ja, stimmt. Ja gut, ne? Aber zu deinem Glück wird das Blut nicht eingesogen. Das war nämlich nicht die Blutrinkerwaffe, die hat er nämlich weggelegt. Gut, ich würde ganz gerne, falls es mir möglich ist, meine Selbstbeherrschungsprobe Mirakel. Würde ich zulassen? Du hattest vorher schon geschrien, Rondra, vergib mir. Also auf alle Fälle war ein Rondra drinne. Ja, das Rondra, vergib mir, war eigentlich eher daran gerichtet, ja, dass ich das umbringe. Ja, ich weiß, du darfst trotzdem... Darfst du Mirakel? Das wären dann 10 extra auf die Probe. Soll ich das, denke ich mal, schaffen? Dann zieh dir. Mit der 3er Dingensens bin ich bei 11. Er hat mir 16 Schaden gemacht. Ne, das schaffe ich locker. Also die erste Probe schaffe ich auf jeden Fall. Aber du bekommst trotzdem den Schaden. Genau, und ich muss noch gucken, ob ich hier die Wunde wegstecken kann. Oder ob ich auch die Erschwernis jetzt nehmen muss. 16 Schaden, das sind 2 Wunden. Das heißt. Ne, ich kann beide nicht ignorieren, das ist blöd. Musst du beide ignorieren wieder? Ja. Also wenn ich 2 Wunden auf einmal kriege, muss ich beide gleichzeitig ignorieren, ja. Wieso kriegst du denn 2 Wunden? 8. Weil er mir 16 Schaden macht. Sind das 2 Wunden bei dir? 16 Schaden? Ich hab. Nein. Oder? Nee, ganz knapp nicht. Stimmt, du hast auch Rüstung an. Nur eine. Nee, die 16 Schaden sind schon ohne Rüstung. Und dem doppelten Schaden ist das dann. Hab ich schon alles abgezogen. Okay. Also ich habe gerade 16 Schaden bekommen. Ja, ist ganz knapp nur eine Wunde. Bei 18 hätte ich die zweite. Gut, wir machen weiter mit Nemeia, Caridon, Giaras. Du läufst auf den Hauptmann Magister Ulrivor zu. Der steht hier gerade ziemlich unbedeckt und kümmert sich, dass die Nebelwand sich auf die Maraskana legt. Angriff auf die Seite. Möchtest du einen Sturmangriff ansagen oder willst du ihn einfach so tot pieksen? Ich piekse ihn so tot. Ich bin kein Sturmkämpfer. Gut, dann eine Aktion Position in seine Richtung. Das lasse ich zu. Das sind wenige Meter. Stehst du an ihm dran. Angriff in die Seite. Erleichtert um 3. Jo. Schauen wir mal nach, ob er parieren könnte. Das heißt, eine Finte oder sowas wäre auch sehr ratsam noch. Stimmt, Moment. Du kannst nochmal neu würfeln, wenn du möchtest, oder du lässt es so, das ist auch okay. Kannst du so lassen oder kannst du Finte ansagen noch? Finte habe ich nicht, ich habe nur Binden.
Aber er hat noch nicht angegriffen. Entbinden tue ich nur Verteidigung. Ne, ich sag mir jetzt an. Gut, Kampf. Dann Magierstab Parade. Pariert. Tod von links. Du hast die Aktion noch? Ich bin Paradewaffenkämpfer. Ich habe immer zwei Paraden. Ach so, richtig. Dann hast du... Richtig, dann hast du... Kannst du den Tod von links ansagen, wenn er pariert? Ich kann ansagen, wann immer ich will. Gut, dann Tod von links. Der Stich kommt, damit hat er nicht gerechnet. Sind 7 Schaden. Treffer. Zone. Auf die 20. Aua, das ist doppelter Schaden. Seine Konstitution ist 9. 9 halbe sind 5. Beschreib bitte die Szene. Ja, ich stürme auf ihm zu, an dem Golem vorbei, ignoriere dieses Monstrum, sehe den Magier, wie er sich gerade auf diese Dunkelheit konzentriert, schreie gegen: Verteidige dich! Hau mit meinem Rapier von der Seite eine offensichtliche Attacke ihm entgegen, dass er seinen Stab zur Seite nehmen muss, um das zu verteidigen, und ramm ihm dann voll das Messer ins Gesicht. Stimmt, sind auch nur 3, aber er ist halt tot. Ja, er kriegt ja auch nochmal 2W6 extra. Ja, ja, also schauen wir nochmal nach. Wie viel Schaden hattest du gemacht? 7. Mal 2 sind 14. 23. Und jetzt 2, ja, er ist halt tot. Stichst sie mit dem Dolch in sein Auge. Und ohne einen einzigen Schrei vergeht die Dunkelheit. Und Yalan erwacht im Innenhof. Boron hat dich gerichtet. Mit einem Baumwürger. So, Evadaios möchte sich um den Golem kümmern und möchte ihn fressen. Genau, ich möchte auf ihn runterspringen, mich an seinem Kopf festhalten. Ich hoffe, er kann, wenn ich ihn quasi im Nacken sitze, dort mit seinen Händen nicht hinkommen. Und die dann richtig schön beißen. Also erst springen und greifen. Und greifen an wird. Machen wir mal eine Athletikprobe bitte. Sie ist erschwert um die Höhe. Du bist auf 6 Meter Höhe und springst dann auf seinen Hals. Wie weit ist er weg? Athletik erschwert um 6. Boah, aber sein Kopf ist doch in ein paar Meter Höhe. Ja, na gut, dann Athletik erschwert um 3. Okay, das klappt. Dann sitzt du auf seinem Kopf. Und dann mache ich jetzt einen Griff um seinen Hals, den ich mir um 2 Punkte erschwere. Und das klappt. Und jetzt sind alle seine, also bis er den Griff gelöst hat, Paraden und Angriffe um 2 erschwert. Dann... Wenn er jetzt nicht irgendwas ansagt, würde ich umwandeln. Ja, warte mal, du kannst gerne zuerst beißen, aber er wird auf alle Fälle auf dich schlagen. Du wirst merken, er ist langsam, aber wenn er zuhaut, dann tut das richtig weh. Du kannst auf alle Fälle beißen. Okay, nur was ich ihm den Vortritt... Kann ich ausweichen, wenn ich ihn greife? Geht das? Also du hast ihn einmal gegriffen. Entweder du willst noch zubeißen oder du kannst ausweichen. Schauen wir erstmal, was tut. Okay, dann schlägt er jetzt zu. Seine Ini ist. Ja. Er würde treffen. Ja, lass mich kurz gucken. Ich werde versuchen auszuweichen. Das Ausweichen. Wir sind im Handgemenge. Das ist um... Ich glaube 4 Punkte erschwert. Ja, um 4 erschwert. Habt nicht